sollten übermittelt werden, Name, Anschrift, Ausweis und Kontonummer sowie andere persönliche Daten. Die USA behalten sich vor, diese auch an Drittstaaten weiterzugeben. Im Gegenzug sollen EU-Sicherheitsbehörden Bankinformationen in den USA anfordern können. Soweit kurz zum Inhalt des Antrages. Die NPD möchte nun, dass wir, also der Landtag Mecklenburg-Vorpommern, feststellt, dass die Bundesregierung durch ihre Enthaltung im EU-Ministerrat die Interessen der Deutschen missachtet. Die NPD weiß also genau, welche Interessen die Deutschen diesbezüglich haben. Woher sie diese Gewissheit haben, verraten sie allerdings nicht. Denn eins ist offensichtlich, die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind diesbezüglich sehr gespalten. Die Frage, ob die persönlichen Freiheitsrechte im Kampf gegen den internationalen Terrorismus zurückgestellt werden sollten, werden eben sehr unterschiedlich beantwortet. Und Herr Schaar hat darauf aufmerksam gemacht. Über eine Studie von Focus wurde deutlich gemacht, dass eben die Bürgerinnen und Bürger dies sehr gespalten sehen. Natürlich kommt es immer darauf an, auch da, das ist so, dass die Frage immer so beantwortet, wie der Fragesteller sozusagen, in welche Richtung er fragt. Und dass man diesbezüglich heute vielleicht aus anderer Sicht, auch nach der Einreichung oder der Behandlung im Bundesverfassungsgericht, eine andere Beantwortung, eine andere Schwerpunktsetzung herbekommen könnte, das, glaube ich, ist uns allen klar. Und aus dieser Tatsache heraus gebe ich schon zu, dass die Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf ihre persönlichen Daten sensibler geworden sind. Und darüber, glaube ich, werden wir im Zusammenhang mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im Jahre 2010 hier gemeinsam diskutieren, wie auch wir im Land Mecklenburg-Vorpommern das Datenschutzgesetz ändern werden. Und da zweitens möchte nun die NPD, dass wir feststellen, dass durch das Verhalten der Bundesrepublik der Politikverdrossenheit der Deutschen Vorschub geleistet wird. Und nun, und das finde ich persönlich sehr interessant, zieht die NPD ausgerechnet den Vertrag von Lissabon zu Rate und klagt die Zustimmung des Europaparlaments ein. Ausgerechnet die Partei, die nicht nur gegen diesen Vertrag ist, das sind wir bekanntermaßen auch, nein, eine Partei, die die Europäische Union als Ganzes ablehnt, beruft sich an dieser Stelle auf das Europäische Parlament. Wie weit müssen Sie eigentlich am Ende mit Ihren eigenen Argumenten sein, wenn Ihnen diesbezüglich nichts mehr einfällt? Ja, und ob die Bundesregierung mit ihrer Enthaltung ein weiteres Stück staatlicher Souveränität aufgegeben hat, wird ebenfalls unterschiedlich betrachtet. Aber unstrittig ist aus der Sicht der demokratischen Fraktion wohl, dass wenn wir uns um die Frage des Schutzes der Daten geht, es nicht nur um die Daten Deutscher geht, weder der Bürgerinnen und Bürger noch der Unternehmen geht, sondern um den allgemeinen Datenschutz für alle Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union und für alle Unternehmen in der Europäischen Union und darüber hinaus. Meine Herren von der NPD, was bewegen Sie eigentlich mit einem Beschluss, dass der Landtag das Verhalten der Bundesregierung verurteilt? Nichts, aber auch gar nichts. In Punkt 2 verlangen Sie nun, dass die Landesregierung sicherstellt, Sie haben den ja selbst in Ihrer Begründung nur vorgelesen, ja, in Ihrer Begründung keine Argumente, nur Ihren eigenen Antrag vorgelesen, deshalb verzichte ich an der Stelle auf das Zitieren. Auch hier kann ich nur feststellen, Sie haben mit der inhaltlichen Problematik sich überhaupt nicht beschäftigt. Schlecht abgeschrieben und schlecht inhaltlich aufgearbeitet. Denn sonst wüssten Sie, dass der Bundesrat, und auch hier haben Sie nur vorgelesen, diesbezüglich bereits aktiv geworden ist. Und selbstverständlich gehen wir davon aus, dass diese Aktivitäten weiter vorangetrieben werden. Und angesichts der Situation, in der wir uns befinden, ist besonders durch das Agieren auf Bundesebene eben einiges erreicht worden. Zum Beispiel die Befristung des Vertrages. Das müssen wir, auch wenn wir als Linke etwas mehr verlangt hätten und auch gesehen hätten, letztendlich anerkennen. Ja, ich sage aus Sicht meiner Fraktion nicht genug erreicht worden, denn wir wollen keinen Zugriff auf unsere Daten. Bei der FDP sieht es ähnlich aus und CDU und SPD haben diesbezüglich ebenfalls eine andere Auffassung. Sie sagen Ja zur Weitergabe und wollen aber über die Kriterien genauer unterrichtet bzw. die Kriterien genauer bestimmt haben. Nun ist das Abkommen begrenzt, das ist uns allen bekannt. Ich gehe davon aus, dass die demokratischen Fraktionen sich in dem Prozess,
wie es weitergeht mit dem SWIFT-Abkommen, wie es weiter darum geht, wie die Daten innerhalb der Europäischen Kommission, insbesondere an die USA, weitergegeben werden, wie es damit weitergeht, weiter diskutieren. Einen Antrag der NPD brauchen wir diesbezüglich nicht und schon gar nicht mit einer ausschließlich deutschen Komponente. Danke schön, Frau Borchert. Das Wort hat noch einmal Herr Köster von der Fraktion der NPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Borchert, Sie sind schon eine sehr seltsame Abgeordnete. Mir ist der Antrag der Freien Wähler, ich glaube, Sie sagten aus Bayern, nicht bekannt. Ich werde ihn mir mal anschauen. Es ist aber doch sehr interessant, dass die Freien Wähler in Bayern am 16. September 2009 schon gewusst haben, wie die Bundesregierung am 30. November, dann 26.11., ich danke, dass Sie so gut schreien. Also die Freien Wähler haben am 26.11.2009 schon gewusst, wie die Bundesregierung am 30.11. entscheidet und haben dann zusätzlich den Landtag, wenn es in Bayern war, aufgefordert, diese Abstimmung, die eigentlich noch gar nicht erfolgt ist, zu verurteilen. Also ich werde mir das Gesagte von Ihnen mal anschauen. Was ich aber aus Ihrem Redebeitrag entnehme, und das ist sehr wichtig auch für die Menschen hier in Mecklenburg-Vorpommern, die Linke macht sich zum Fürsprecher der US-Spionage. Das sollten die Menschen im Land einfach mal mitmachen. Die Linken treten dafür ein, dass die USA Wirtschaft und Personenspionage hier betreibt. Was anderes hat die Frau Borchert nicht gesagt. Und zum Lissabon-Vertrag, da muss man Sie einfach mal an Ihre eigenen Regeln erinnern. Wenn Sie schon dieses Konstrukt aufstellen, dann müssen Sie sich auch dran halten. Das zeigt doch, wie undemokratisch Sie sind, dass Sie mit Demokratie überhaupt nichts im Sinn haben. Sie stellen sich Regeln auf und halten sich nicht an diese. Sie sind Diktatoren und das werden die Menschen im Land auch begreifen. Wir werden dafür Sorge tragen, dass Sie immer und immer weniger hier im Saal werden, bis Sie endlich irgendwann ganz verschwunden sind.